Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Venny vom Halo Cluster ohne HD und heute gibt's mal wieder eine Folge von den Cluster News, die erste im neuen Jahr. Viel Spaß dabei! Die Halo 5 Multiplayer Beta hat sicher jeden Halo-Fan in ihren Bann gezogen und fasziniert von Map zu Map aufs Neue. Konservative Halo 2 Fans, nennen wir sie jetzt einfach mal so, haben teils sehr gemischte Gefühle und wünschten sich die guten alten Zeiten sicher herbei. Aber Veränderungen bringen auch Gutes. Vielleicht verdient sich Halo dieses Jahr, neben beispielsweise League of Legends und Counter-Strike, endlich seinen Platz an der Spitze der E-Sports-Szene. Bevor wir allerdings von solchen Sachen träumen, gilt es erst einmal die Beta zu genießen und gemeinsam mit 343 Industries auf ein geniales Spiel hinzuarbeiten. Vor jeder Woche wird die Community vor die Wahl gestellt, welche Map bzw. Powerwaffe vorgestellt werden soll. In der nächsten Woche haben wir erstmals die Chance, eine aus zwei Forge Maps anzuspielen. Da wären zum einen Pegasus, auf denen liegen die Powerwaffen Sniper und Rocket, und zum anderen Orion. Da sind die Powerwaffen das Partikelschwert, die Hydra und die Sniper. Anlässlich der dritten Beta-Woche hat sich IGN den Chef des Halo 5 Studios, Josh Holmes, vorgenommen und hat ein paar sehr interessante Informationen bekommen. Die finale Form des Spiels soll eine Handvoll von 343 Industries per Forge erstellte Karten beinhalten und wo wir gerade beim Thema Forge sind, diese wird unter anderem in Sachen Benutzerfreundlichkeit als auch bei der Verfügbarkeit verschiedener Bausätze, Geländestücke und Beleuchtungsoptionen verbessert. Das hört sich doch mal gut an, liebe Forger da draußen. In Sachen Remakes und Remixes, wie beispielsweise Regret und Truth, ist derzeit keine weitere Map geplant. Es ist jedoch die Rede davon, dass sie sich von Klassikern inspirieren lassen, die immer wieder in der Geschichte von Halo aufgetaucht sind. Das bietet schon mal ordentlich Spekulationsstoff. Welche Map ist rückblickend wohl die beste, die aufs Halo 5 Gameplay am besten zugeschnitten ist? Schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare, wir sind gespannt, was ihr hier so dazu sagt. Aber um nochmal auf die finale Form des Spiels zurückzukommen. Jeder von uns hat sich sicher schon gefragt, wie nah die Beta wohl am Endspiel sein wird. Dazu macht es Sinn, dass wir die Worte des Halo 5 Chefs 1:1 wiedergeben, um Missverständnisse zu vermeiden. Es ist sehr aufregend, den Beta-Test fast ein Jahr vor Release-Termin gestartet zu haben. So früh haben wir noch nie eine Beta begonnen. Deswegen sind viele Dinge auch noch nicht so ausgereift. Für uns war es aber wichtig, dass die Fans das Spiel antesten können, während wir noch Zeit haben, auf deren Feedback zu reagieren. Diesen Beitrag wollen wir in den verbleibenden Prozess der Entwicklung einfließen lassen, um das Ziel, Halo 5 Guardians zum besten Multiplayer-Shooter auf Konsolen zu machen, zu erreichen. Darum beachten wir jedes Feedback über das Waffentuning, wo die Waffen auf der Karte liegen, über Audiokulisse oder die Fähigkeiten der Spartaner und noch vieles mehr betreffend sehr sorgfältig. Alle Beta-Tester sollten Halo Waypoint besuchen und sich für das Community-Feedback-Programm anmelden. Darüber hinaus beobachten wir sehr genau, was in sozialen Netzwerken und Foren geschrieben wird und finden es toll, dass sich die Leute die Zeit nehmen, ihre Eindrücke mitzuteilen. Und zu der Frage, ob es in den kommenden Monaten noch eine Beta geben wird, antwortete Josh Holmes: Nein, wir planen momentan keine zweite Beta. Arena zeigt die Kernfähigkeiten des Spartaners und die Mechaniken, die als Grundlage für andere Modi im Spiel dienen. Sobald unsere Multiplayer-Suit mit noch umfangreicherer, auf fahrzeugbasierter Spielerfahrung verfügbar ist, können wir mehr über dieses Thema reden. Zurzeit konzentrieren wir uns komplett auf die laufende Beta und freuen uns auf jedes Feedback der Teilnehmer. Und in Sachen Feedback der Teilnehmer wird es im fertigen Spiel auch schon eine gravierende Änderung geben. Das Flinching, also das Zusammenzucken, das einen aus dem Scope reißt, soll durch einen einfachen Descope ersetzt werden. Das dient der Präzision und macht einen Zweikampf chancengleicher. Ursprünglich war der Halo Championship Series Cup für den 28. Dezember 2014 geplant, doch aufgrund der jüngsten Probleme bei Xbox Live während der Feiertage sowie den daraus resultierenden Nachwirkungen hat sich 343 Industries letztendlich für eine Verschiebung des Events auf den 11. Januar entschieden. Anlässlich der Halo 5 Beta-Phase gab Microsoft auch Informationen für Vorbesteller bekannt. Gleich drei verschiedene Ausführungen wird es geben. Erstens die Standard Edition für 60 US-Dollar und Pre-Order-Kunden erhalten hier ein exklusives Poster. Zweitens, für 99 US-Dollar bekommt ihr die Limited Edition. Diese beinhaltet nicht näher genannte Zusatzinhalte im Steelbook-Design.
Und drittens, für stolze 249 US-Dollar, man betrachtet sich diese immense Summe, bekommt ihr die Limited Collectors. Diese beinhaltet neben den Inhalten der anderen Edition eine von 343 Industries angefertigte Statue. Dazugehörige Bilder werden in den kommenden Wochen und bis Monaten veröffentlicht. Es wird sicher den ein oder anderen unter euch geben, der sich mit der Problematik des Vorbestellens auseinandergesetzt hat und wird an dieser Stelle sicher dazu aufrufen, nicht vorzubestellen. Das hat sich leider bei mittlerweile über 100.000 Vorbestellungen erledigt. Jeder sollte sich dazu besser eine Meinung bilden. An dieser Stelle bleibt nur noch zu fragen, was haltet ihr bisher von der Beta? Und falls euch die Meinung diverser Halo-YouTuber interessiert, dann findet ihr hier eine Playlist zu den Videos unserer Leute aus der Community in der Videobeschreibung. Also gebt euch einfach mal, Leute. Das war's an dieser Stelle auch schon wieder von der ersten Folge im neuen Jahr der Halo Cluster News. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Uns interessiert wie immer euer Feedback. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall noch ein frohes Neues. Wie ein bisschen nachträglich, ein paar Tage später. Aber was soll's. Ich hoffe, dass ihr weiterhin so interessiert seid an dem Content, der hier geliefert wird, dass ihr weiter Feedback gebt, dass ihr Kommentare schreibt und auf diverse Sachen hinweist und wir einfach nur eine tolle Zeit zusammen haben in diesem besten Spiel aller Zeiten. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich im Namen des Halo Clusters und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Venny ist raus.